Hi und willkommen, mein Name ist Annie Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition, habe ich letztes Mal ganz vergessen. Und ja, wir waren vor kurzem in der Festung Daedon und ja, da kommen wir nicht vorbei, weil da sind Monster vor den Türen und die Türen sind nicht offen und da sind Monster auf der anderen Seite der Türe, also ne, da gehen wir nicht hin. Und eine Käuferin hat uns gesagt, wir können hier durch diesen Wald gehen, wo wir schon vorher waren. Also, boom, gehen wir da rein. Dann kommen wir auf der anderen Seite der Prärie raus, wo wir auch hin müssen. Wälder von Q, ich habe keine Ahnung. Ja, hier haben wir uns schon mal vorher hin verirrt in der letzten Folge und ja. Aber klar, wir hier hin müssen, ne? Hat sie uns überhaupt gesagt, wieso sie Flynn suchen will, oder war Estelle unter Fluch? Was Estelle unter Fluch versteht? なければ戻りゃいいって。もし呪いでカエルや蛇になったりしたらどうしましょう。そうしたら俺が責任持って面倒を見てやるよ。面倒見るって。心配するな。子供の頃カエルも蛇も飼ってたことがある。世話の仕方はバッチリだぜ。あ、バッチリ。ユリがカエルや蛇になったらお世話する自信ありませんよ。 Sehr kurz halten sich die Skits. Ich finde halt ehrlich gesagt ziemlich gut. Alles klar. Ich habe mal wieder zu Yuri übrigens gewechselt, ne? Weil müssen ja Mandragoras müssen ja hier ein bisschen Abwechslung reinschaffen, ne? Reinpacken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Mandragoras habe ich noch nicht, ne? So, ich weiß gar nicht mehr, wie man Yuri noch steuert. Ugh, au. Weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, ich will dich erledigen. Oh. Ja, das Spiel ist nicht mal annähernd so schwierig, wie es am Anfang des Spiels war. Weg von ihr. Na gut gemacht, Repeat. Ja. Mein Gott, ich tue meine TP hier benutzen, als wäre es nichts. Zum Glück hat Estelle noch immer genügend. Solange das noch der Fall ist. Wir haben Auge der Mandragora. Ja, solange Estelle noch genügend TP hat, finde ich immer noch sehr gut. Auf dem Weg, alles klar. Axtschnabel, genau, die sind auch neu. Level 10. Die könnten vielleicht wehtun, ne? Aber wir haben ja aktuelle Ausrüstung und so, ne? Und schon. Aua, Gott. Aber so viel halten die auch nicht aus. Repeat kriegt ganz schön auf die Fresse. Hey. Hier wird's abwehren. Mal noch abwehren, Dreck. Aber ja. Hey, Finger weg von der. Ja. Wenn die weg am Wegrennen sind, dann kriegen wir die. Level 10. So, ach, ich dachte, der kann man was pflücken oder so. Oh, gut. Apfelgummi.
Ja, nehmen wir jeden Gegner auseinander, ne? Ja. Vor allem wir sind gerade vom Level up, also. Boom. Kann man nicht Gegner von hinten angreifen? Da müssen wir erst freischalten. Das war in Tales of the Abyss zum Beispiel so. Muss man erst alle möglichen Funktionen erst freischalten. Zum Beispiel rennen oder so. Was interessant war. Okay. Okay, ist gut. Okay, die machen doch ein bisschen Schaden. Sind ja auch Level 10, ne? Ich wollte den anderen eigentlich treffen. Soll der jetzt gleich tot kommen? Okay, Estelle. Weg von der. Ich hoffe, sie wird uns nicht heilen können. Okay, ich heile mich selber. Ich will aber kein Risiko ein. So. Ist auch gleich schon tot, Mann. Hier geblieben. Ja, Estelle, heil uns bitte alle hoch. Finger weg von der. Blastoedo. Würde ja passen, Blast, ja, ne? Sehr gut. Ja, langsam tut das Spiel sich doch schon wieder. Ah, da ist eine Truhe und Cutscene. Ehrlich. No. Dachte, wir werden Frösche und Schlangen verwandelt. Das ist kaputt. Nice, das. Was? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ah. Super. Der auf, tut sie auf Repeat schlafen. ブラスティア動かす燃料みたいなもんだろ? 目には見えないけど大気中に紛れてるってやつ。はい、そのエアルです。濃いエアルは人体に影響を与えると前に本で読みました。だとすると呪いの噂ってのはそのせいなのかな。倒れたばっかなんだ。もうちょいゆっくりしとけ。そうはいきません。 早く船に追いつかないと。また倒れて今度は一晩中起きなかったらどうすんだよ。でもそうですよね。Essen. Bitte. これで腹ごしらえはやっぱり無理か。とても美味しいです。What?ちょっと待ってな。簡単なもんなら作れっから。ユーリは料理できるんです?ああ、コメディ。コーンメカニック。下町育ちで勝手に覚えた簡単な料理だからな。フレンが危険なのに、ユーリは心配ではないんです。ん?
そう見える?はい。実際心配してねえからな。あいつなら自分で何とかしちまうだろうし。あいつを狙ってる連中には本当同情するよ。え?ガキの頃から何やってもフレンには勝てなかったもんな。かけっこだろうが、剣だろうが。お?その上余裕かましてこう言うんだぜ。大丈夫?ユリってさ。羨ましいな。私にはそういう人。いても口うるさいだけだぞ。ほい、できた。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。すごく美味しかったです。私なんて料理をしたこともないのに。剣や魔術と同じ、やらないと覚えられないもんだ。料理なんてレシピを手に入れて練習すれば作れるようになるさ。レシピを手に入れて練習ですか?じゃあ俺がお手本見せるよ。見てな。Noch mehr Funktionen. 命の選択だな。うまい料理を食えば体力を取り戻せることもあるし。Kann Repeat auch kochen? 以外にも料理によっていろいろ効果があるんだ。ま、今俺が人に食べさせられる料理レシピはこれくらいしかないんだ。サンドイッチ。でと、サンドイッチを作るにはパンと卵が必要だから、ちょうどあってよかったなと。食材を選んだら調理開始だ。はい、一丁上がりと。手際いいですね。10%。私、うまくできるかどうか自信はないです。まあ、人には得て増えてがあるからな。レシピを見ればその通りにできるってわけでもないし。そうなんです。じゃあ、失敗とか。Sandwich könnte explodieren. Ups. Ist bestimmt voll wichtig.Wie die Tochter von irgendeinem großen Supermacker oder so, ne? Rezept gelernt. Sandwich. Ja, im Kampfbuch sollte ich mal reinschauen. Ja, wenn bestimmte Figuren bestimmte Rezepte kochen. Ja, der Kochlevel einer Figur ist jetzt gut, oder? Zähne kann sich zu einem neuen Rezept. Okay.Danke, Repeat. 私が気を失っている間、ラピードが枕になってくれていたんですね。ありがとうございました。何やってんだ?あ、ラピードにお礼を。ラピード?いないぞ。え?あれ?私、嫌われてるんでしょうか?まあ、あいつは誰にだってそっけないからな。私も仲良くなれるように頑張ります。Okay. Und jetzt kippt sie wieder um. Oh, wir sind voll geil. Sehr gut. Ich sollte vielleicht öfter speichern. Ne? Ich weiß ja nie, was genau passiert. Also war schon relativ. Ja, weiß ich nicht. Gefährlich beim letzten Mal. So, kochen.Okay. Ich werde nach dem Kampf dann machen. Ich glaube, so wird das dann funktionieren. Alter, was ist das denn da hinten? Seht ihr das Ding da hinten? Das ist ja riesig. So habe ich gerade gespeichert. Ja, und genau da ist der, wo ich hin wollte, wo ich gedacht habe. Okay, jetzt eine Truhe. Gut.Ich muss schon sagen, wenn ich jetzt da hinkomme, ne? So, wir haben wieder volle Sachen. Ey! Ah. Aber Stealth, ne, Repeat ist vor einem Level up, ne?
eigentlich besser, wenn unsere Damage die ein bisschen gelevelt sind, ne? Die Gegner eigentlich. Oh, Quietschhammer, Powerhammer, habe ich doch gesucht. Ich hab's gewusst. Gewusst, das ist der erste Angriff, den sie lernen würde. Also Angriff. So Angriffsart. So hat man gewusst. So kochen. Ah, okay. Er hat keine Dingens. Ist das der Fluch? Alles ist ein Fluch. Du bist ein Fluch. Was? Bist du bescheuert? Ja, so, tabun. Ich kenne das, Yuri. Wenn ich immer irgendwo hin muss, ja, Eisenreif. Ist aber bestimmt für, ja. Hat aber keine Fähigkeit, ne? Das darf ich aber nur in Waffen, oder? Apropos. Ja. Stimmt, habe ich noch gar nicht eingesetzt, diesen Rücktritt. Hey, ich kann da nicht durch. Hier auf den Arm nehmen. Level 10. Ja. Wird schon. Alter. Ach, lass mal. Hi. Ich nehme einfach jeden Gegner mit hier. Damit das schon irgendwie funktionieren. Ah. Peter, hast du was Neues gelernt? Ja, ich will vielleicht nicht da sein, wenn du diese Dinger da ausspuckst. Powerhammer! Weil Peter hat schon beinahe all seine Dings hier verballert. Hier irgendwie umstellen. Nicht hier. Er verbraucht doch schon ganz schön viel von seinen Angriffen. AP wachsen noch nicht oder TP wachsen noch nicht auf Bäumen, hallo. So. Namensstrategie. Aber wie macht man das denn? Ja, stimmt, wir haben ja noch Dings hier. Ja, wird schon okay sein, ne? Wie kann ich denn jetzt umstellen? Strategie, ne? Okay. Standard. Okay. Bei ihr will ich doch 50. Ja. Gut. Ach, Kampf hoch, wollte ich mal gucken. Okay, jetzt sind einfach nur ja, kochen 1. Ich würde sagen, und du kannst erst nach dem nächsten Kampf wieder kochen. Ja, liegen manchmal Figuren vielleicht besser als andere. Die Figuren haben jeweils unterschiedliche Erfolgsraten. Ja, ich glaube, das können wir aber erst machen, wenn wir genügend Sachen haben, ne? Also im Moment haben wir jetzt nur Ei und Brot, also 3 oder 4. Da können wir ruhig erstmal noch ein bisschen sparen und warten. Das war hier mal. Genug Geld haben und auch hier für Kochen Geld ausgeben und so, ne? Okay, ihr seid schon wieder sehr schlecht positioniert. Finde ich gut, dass das so ein durchgehender Angriff ist. Ja, auf alles geht hier. Wenn ihn durchbohrt. Hier nicht alle auf mich gehen, Leute.
Okay, ey, Finger weg von der. Frage weg. Du stirb. Oh Gott. Oh Gott. Danke. Er war nicht auf mich. Noch uns mal bitte hoch. Nein. Dann haben wir uns erstmal alle schön hoch. Na Dreck. Kochen. Fertigkeit. Rückschritt. Noch gar nicht eingesetzt. Oh, so. Rückschritt haben wir jetzt gelernt, ne? Waffen, keine weiteren Effekte verfügbar. Gut. Soll ich vielleicht mal einsetzen? Gar nicht so dran gedacht. Hartkettenpanzer. Sag mich, das ist das, was ich gerade gekauft habe. Ja, ist total. Sie haben die gleichen Werte. Gut. Das ist nicht so weit wie Hysteria, Graces oder Berseria, ne? Wo wir einfach zufallsgenerierte Sachen bekommen. Das finde ich so was von dämlich. Ich habe schon wieder gesehen, irgendwie im Shop kann man Synthese machen. Also gefällt mir zum Beispiel wieder nicht. Also irgendwas Merkwürdiges ist da wieder, ne? Mir wahrscheinlich nicht gefallen wird. Boom, boom. Hat dann eigentlich irgendeinen Unterschied, wie man angreift? Also ob man jetzt oben... Ja, okay, die Gegner fliegen höher, wenn man oben drückt, aber... Oh Gott. Warum bist du so low? Jetzt nicht ihre Heilzauber ein, weil ich das abgestellt habe oder was? Ich nehme an, mit Heilung geht das ja trotzdem noch. Pflegen, nicht verwenden. Okay. Hey, du. Okay. War auch mal eingesetzt. Die sind Level 7. Was sind das so viele? Boah. Und wir schnappen uns Repeat. Guter Hund. Der ballert aber auch echt alles raus, ne? Der HP. Warum setzt du keine Dings ein? Ich habe das ausgestellt. Wieso habe ich das ausgestellt? Boah, weil ich wahrscheinlich heilen wollte, ne? Kein Wunder, warum wir jetzt auf die Fresse kriegen. Warum er nicht geheilt wird, ey. Wollte ich wahrscheinlich einsetzen einmal auf dem Feld. Ich habe den abgestellt, ne? Läuft das doch. So, viel besser. Okay. Da ist er jetzt noch eingestellt, ja. Gut, dann noch mal. So, ich nehme an, damit wird nicht Heilzauber mit eingerechnet. Da kann man nicht hin. Umhang. Du kannst den Umhang tragen, natürlich. So, oh, da war ein Gegner. Gar nicht gesehen. So, jetzt müsst ihr jetzt ja ein bisschen
ordentlicher hier laufen, ne? Mit Heilung und also was. Aua. Du, wo gehst du denn schon wieder hin? Servo-Schlag gegen einen Hund, das bringt's auch bestimmt voll, ne? Ein Wolf meine ich. Aua. Die halten sich aber echt dran mit dem Wegrennen, ne? Okay, irgendjemand geht auf sie los. Die blöden Wölfe, ne? Wölfe. Oh, ja, Pisser. Geht doch mal ein bisschen auf Abstand hier. Jetzt ja eigentlich, wenn du mich... Oh, hast du ihre Ab. Oh. Oh Gott. Ganz auch ruhig mich heilen, ne? Also. Okay, warum sind die Stimmen so leise? Na, haben wir genug Apfelgummi? Ja, komm. Ah, muss schon wieder hier umstellen. Ist aber wieder viel zu leise, ne? Das ist immer so ein Problem. Sind wir hier so mit der Musik und also was hier rumbasteln? Mal los. Was? Du bist ein Hauptcharakter. ガキだな。大丈夫ですよ。あれ、魔物が女の人に。たく、何やってんだか。僕はカロルカペル。魔物を買って世界を渡り歩く。ギルド、魔界の剣の一員さ。俺はユーリ、それにエステルとラピードだ。じゃあそういうことで。 ちょっとユーリ。ああ、待って待って待って。二人は森に入りたくてここに来たんでしょ。なら僕が。いえ、私たち森を抜けてここまで来たんです。今から花の町ハルルに行きます。え、嘘。呪いの森を。あ、なら。 エッグベア見なかった？ユーリ。großes Viech im Hintergrund? Nee, ne? さあ、見てねえと思うぞ。そっか。なら僕も町に戻ろうかな。あんまり待たせると絶対に怒るし。よし。二人だけじゃ心配だから、曲がりの剣のエースである僕が町まで一緒に行ってあげるよ。看板gesehen。ほらほら。なんだって僕は ブラスティアだって持ってるんだよ。あれ、二人ともなんでブラスティア持ってるの？ならこれでどうだ？ Ich weiß gar nicht, wo der in seinen Dingen war. 魔物の情報ですね。でも途中から全部白紙ですよ。これからどんどん増えていく予定なの。 ちょっと、ねえ、勝手に書き込まないでよ。エースの腕前も剣が折れちゃ披露できねえな。いやだな。こんなのただのハンデだよ。What？あれ？なんかいい感じ？
Da ist eine Truhe. Buch der Monster. Carol hat sich der Gruppe angeschlossen. Auch Hunde wären stolz. Irgendwie tun sich einfach die Charaktere anschließen. なんでよくわからないけど、気ぐらいのようなものを感じます。太郎、敬えよ。ね、ユリ、もしかしてラピードの言葉、気のせいだろう。 Trank des Lebens, ja. Und Carol hat sich uns angeschlossen. Er ist Level 10, gut. Was denn du? Carolina Hammer. Trotzdem ist ein ganz guter Hammer. Ein Hammer. Er hat bessere Ausrüstung. Natürlich. Vitalität. Warte mal. Okay, dann ist jetzt ausgerüstet. Gut. Maximalen KP um 200. Das ist doch Rückschritt. Er hat mehr AP als alle anderen bisher. Geil. Zeig mal. Jungjäger. Mach ich mit denen hier schon zwei Dinger? Keine Ahnung. Gut. Neuer Charakter hat sich uns angeschlossen. Einfach so. Also ja, warum nicht? Dem habe ich irgendwie so hat erinnert mich irgendwie an Lysop aus One Piece, ein bisschen feige, aber irgendwie macht einen voll auf großer Mann. Ja, ich meinen Kampfstil von denen an. Drachen aufwärts. Dragon Uppercut, was meist komm ich an mir vorbei. Wobei auch seine Dinger als wert nichts. Ja, 75. Ja, warte mal, Objekte nicht verwenden. Und wir haben ja vierköpfige Truppe und ja, wie es passiert ist, keine Ahnung. Ich glaube, Carol können wir mal im nächsten Part steuern, ne? Und hatten der für Arzt Drachen aufwärts. Ja, komm, hier. Und raus hier. Das ist eine Tür, die wir vorhin getroffen haben. Und der hat da was gemacht. Okay. Wir schon fast zurückgucken, ob sich da jetzt was geändert hat. Ja, ich bin so eine Person. Also, das Gefühl, wir müssen sowieso noch trainieren. Oh ja. Erinnere mich irgendwie an Presea. Die hat auch so einen langsamen, wie ist auch Presea, oder? Oder Pressa. Aus Tales of Symphonia. Ja, auch so einen langsamen Kampfstil. Ja. Ja.
Er kann aber nur zwei Kombos machen, merke ich gerade. Okay, er hat halt einen Hammer, ne? Damit kannst du halt nicht dutzende Kombos machen. Und Repeater ein Level Up. Noch alle Level 9 und 10. Mit Freunden macht das Reisen Spaß. Irgendwie schließen sich. Oh, hallo. Hier war ich gar nicht. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin, ne? Hab ich denn das übersehen? Okay, machen wir hier ein paar Gegner platt. Machen wir weniger Gegner auf der Weltkarte platt, ne? So machen wir das. Mir kann er aber nicht zweimal angreifen, wenn ich so auf den Gegner hindrücke. Was komisch ist. Ja, wenn ich unten drücke. Ich bin gerade mit meiner Tasche angegriffen. So, ich nehme an, ein paar Level können uns auch gut tun, ne? Also wer weiß. Zerbrochenes Schwert. なんか軽くて逆に使いやすくなった感じ。剣に振り回されずに済むわけか。それは良かったじゃねえか。さすがどっかのギルドのエースだな。ちょうどいい長さに折らせるなんて。ユーリ、もしかしてわざと折ったんです？俺そんな器用じゃねえよ。あれ、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 あれ
So viele Gegner will ich auch nicht kämpfen. Wolfschlag. Ja, einmal Zerberusschlag und Wolfschlag. Ja. Problem ist, wir machen ja immer nur zwei Angriffe. Das heißt, wir können auch nur zwei TP mal. Das ist natürlich nicht so toll. Boom, boom. Schon wieder Mandragora Auge. Carol und Repeat. Nix. Hätte ja sein können, ne? Wenn jetzt hier was gewesen wäre und ich wäre nicht zurückgegangen, dann hätten sich alle aufgeregt. Alle drei Leute, die sich dieses Projekt angucken. Oh Mann. Gut, gehen wir noch mal heraus, suchen noch irgendwie die nächste Stadt oder was weiß ich, so ein Zelt, dieser Händler Typ mir, die mich hochheilen können am besten. Wow, der Weg hin nach draußen war irgendwie sehr viel schneller vorbei als okay. Aber hier sind keine neuen Gegner, oder? So, da müssen wir offensichtlich hin, ne? Mal gucken wir erstmal, was hier noch alles so ist, ne? Man weiß ja nie, neuer Gegner. Alter. Level 11, oh Gott. Ja, okay, die werden jetzt wahrscheinlich, aber jetzt vier Leute sind ein bisschen hochgelevelt sein, ne? Ja, heil uns erstmal. So. Du hast genauso viel AP. Du hast weniger AP als die Dinger. Wie geht denn das eigentlich? Guck mal, guck dich mal und guck mal diese kleinen Piepmatz hier an. Nee, gibt mir nicht genügend Erfahrungspunkte. Weiß nicht, ob das ein zweiter Angriff sein soll oder irgendwie abgebrochen wird oder so. Dann gehen wir mal ein paar Gegner hier aus dem Weg. Wer ist dieser Carol eigentlich?確かに悪巧みするようには見えねえけど、なんか妙なこと考えてるような気がするんだよな。お前らは自分の思いを隠したの？俺とあいつが似てる？ええ、なんか本当の気持ちを持ってるのに意地張って表に出さない感じとか、だから私嫌いにはなれないです。ふん、不満ですか？いや、エステルってここまでの短い間で 意外と人を見てるんだなと思ってな。ユーリったら。もう今やらへん。 Und nur um rausgeschmissen zu werden, ne? Hey, dieser Weg führt uns zu mehr. Tatsächlich? Lass uns umkehren. Echt? Vielleicht will ich ja zu mehr. Vielleicht will ich ein bisschen schwimmen. Hast du da mal gedacht, Carol? Hä? Vielleicht will ich ja schwimmen. Nein, ist irgendwas, glaube ich. Das Ding da. Oder? Ja, das war zum Pflücken. Er, Agarik, Fluss des Meermanns. Das ist so ein dicker Eber. Möchte ich jetzt nicht gegen kämpfen. Wenn ich ehrlich bin.
Vielleicht gucken, ob hier irgendwie so ein Händler-Typ wieder ist. Pension. Will jetzt noch nicht da reingehen, weil ich weiß, dann kommen wieder irgendwie Cutscenes und so und dann kann ich lange warten, bis ich irgendwie den Part beenden kann. Nein, ist noch irgendwas. Geh weg, du blödes Mistviech. Oh, das hast du jetzt nicht getan. Rhinosaurus, was? Rhinosus. Okay, ein bisschen leveln kann ich schaden, ne? Wir haben noch 45, 46 Minuten jetzt, aber keine TP. Wo ich irgendwie unterlevelt bin oder so. Will ich nicht, dass wieder so ein Fiasko wie am Anfang hier beginnt. Sehe mich nicht. Ja, Dreck. Mann, am Boden hat nicht gezählt. Tut mit der Tasche jemand kaputt. Meine Beine zu dann stimmt nicht, doch. Oh, nein, ist was. Nein, ist die andere Seite von dem Grenzposten. Hier kann man nicht durch. Nirgendwo sind diese beiden Typen. Haben schon. Wir sind uns von einem Ort zum anderen gewechselt, ja. Wir sind von einem Ort zum anderen gewechselt. Beim letzten Mal, als wir die getroffen haben. Und jetzt sind sie nicht wieder da. Das glaube ich irgendwie nicht. So, jetzt gehen wir noch in diese eine. Mal so aus, da wie eine Höhle. Und dann. Nein. Dann können wir speichern von dieser einen Stadt. Der Arzt tut aber auch ganz schön weh, ne? Du Pisser. Ja, voll weh getan, Mann. Das Glück, dass ich so viel AP habe. Oh Gott. Stell hat gar keine Dingens mehr. Das ist nicht so gut, aua. Wir frecken ja noch, wenn das so weitergeht. Lass mal flüchten. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich hier. Schön. Ja, alle sind im Eimer, außer Yuri. Den geht's noch gut. So. Genau, kochen können eigentlich, ne? So, jetzt. Ja, wir müssen noch mal zum Pflücken. Sind die Karawane? Nee, ne. Ich gehe da rein. Er wäre auf mich losgegangen sonst. Oh. Wo genau muss ich eigentlich hin? Muss ich da zum Dings hin? Angriff des Jägers. Wir speichern einfach hier und beenden den Part, ne? Komm, reicht. Oder wir können da genau das habe ich gesucht. Guck mal da hinten. Guck mal, was da hinten ist. Zum Glück laufe ich hier noch voll ziellos durch die Gegend, ne? Ihr habt mich irre genannt, ne? Guck mal, was ich hier wieder gefunden habe. Hi. Willkommen im König der Abenteuer. Oh, ihr seid es. Freut mich, euch wiederzusehen. Ja, ist schon ein Weilchen her. Es war ein glücklicher Zufall, dass wir uns wieder treffen. Ich war mir sicher, dass wir denen wieder begegnen würden. Oh, großer Bruder, plump wie immer. Wer ist das denn? Es sind Karin und Mitch. Sie reisen durch die Lande und führen eine Gaststätte. Schön, dich kennenzulernen. Ebenfalls.
Ihr seid in einer größeren Gruppe unterwegs als beim letzten Mal. Wie nett. Vielleicht möchtet ihr kurz einkommen und euch ausruhen. Ja, ich könnte einen Rast vertragen. Einverstanden. Ich bin auch ziemlich müde. Also gut, wir nehmen euer Angebot an. Ihr fühlt euch wie zu Hause. Pennt schön. Oh ja, oh ja. Das Schwert sieht ja richtig antik aus. Die Klinge ist auch schon stumpf. Ist nur mehr eine Antiquität. Nichts mehr zu nutzen im Kampf gegen Mensch oder Vieh. Das Schwert eine besondere Bedeutung für dich. Es gehört jemandem, den ich respektiere. Deswegen kann ich mich nicht einfach davon trennen. Rich, du führst die Gaststätte auf Rädern doch nicht bloß, weil es dir Spaß macht, stimmt's? Ist auch nicht so neugierig, Carol. Ja, schon gut. Ich bin ein Krieger, kein Gastwirt. Zusammen mit Karin verließ ich mein Dorf, um Gigantomonster zu töten. Ich war 15 damals. Was, 15? Wie alt bist du jetzt? 28. 13 Jahre, das ist ziemlich lange Zeit. Gigantomonster, so nennt man eine Art von Riesenmonster, die auf der ganzen Welt verbreitet sind. Ich habe gehört, dass ein Ausrottungstrupp, den das Reich ausgesandt hat, vollkommen vernichtet wurde. Ich kann erst in meine Heimat zurück, wenn das letzte dieser Monster gefallen ist. Und warum das? Da gibt es wohl etwas, das du uns verschweigst. Vielleicht können wir dir helfen? Scheint dir ziemlich zuzusetzen. Aber versteht ihr? Ich weiß ja nichts Genaues, aber du hast dich verpflichtet, das selbst zu erledigen, nicht wahr? Ja. Dann sollten wir es auch ihnen überlassen, Carol. Ja. Außer er erzählt uns irgendwann mal darüber was. Habt ihr gut geschlafen? Ja, wie ein Stein. Wenn ihr unsere Kutsche wieder mal sehen solltet, dann schaut doch herein. Ja, vielen Dank, sehr freundlich. Tschüss. Großer Bruder, wie oft soll ich es dir noch sagen? Sei doch ein bisschen freundlicher. Vielleicht hätten wir ihnen helfen sollen. Wir können nicht alle Probleme der Welt lösen. Und wenn wir diese Monster zufällig begegnen sollten, könnten wir uns ja um sie kümmern. So ist bald können wir auch schon sein. Ja, ist gut. Ist jetzt irgendwie so, was redet ihr da? Gerade umsonst übernachtet, ne? Ja. Cool. Voll geil. So will ich das. Gut, dann möchte ich den Part beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Vesperia. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.